Dann gilt Folgendes. Wir machen das hier weg. H von S ist gleich. H von, wenn man das rücktransformiert, war ein bisschen zu schnell. Wenn man das rücktransformiert, kriegt man H von T. So. Und H von T ist, wenn man die Laplace-Transformierte betrachtet, von diesem Ding hier, die Laplace-Rücktransformierte, dann steht da, schauen Sie nach, E hoch P1, Pol 1 mal T, minus E hoch P2 mal T. Und unten steht P1 minus P2. So. Soweit ist klar. Das holen Sie aus der Tabelle, wenn ich recht entsinne. Und jetzt können Sie das umschreiben. Das ist dann gleich, hier steht P1 ist gleich minus Lambda plus Omega D und das andere ist minus Lambda minus Omega D. Dann können Sie sozusagen das E hoch minus Delta T ausklammern und hier innen drin steht E hoch J Omega D mal T minus E hoch minus J Omega D mal T. Das ist einfach die Differenz der beiden E-Funktionen. Nicht dabei habe ich ausgeklammert den gemeinsamen Faktor, der hier vorne, der dadurch entsteht, hier vorne dran. Ja. Das E hoch P1 heißt E hoch minus Delta T mal E hoch J Omega D T. Und das E hoch P1 heißt E hoch minus Delta T, der gleiche Faktor, mal E hoch minus J Omega D T. Wenn ich also den gleichen Faktor hier ausklammer, dann habe ich hier vorne den Abklingfaktor und hier innen drin steht die Differenz der beiden komplexen E-Funktionen. Und unten drunter steht, wenn man P1 minus P2 ausrechnet, dann fällt der Realteil weg und es bleibt stehen 2 mal J mal Omega D. Also 2J, 2 mal J. Das ist der Sinusteil und dann kommt noch mal Omega D. Und wenn man das jetzt zurücktransformiert, dann kriegt man folgenden Term. H von T ist gleich E hoch minus Delta T. Und dann haben wir das hier zusammen, gibt den Sinus. Das ist der Sinus. Nicht? Das ist der die Euler-Form der Sinusfunktion, also hier steht Sinus Omega D T und jetzt fehlt noch ein Faktor, der steht hier vorne dran, mal 1 durch Omega D. So. Und das ist das Ergebnis hier. Und Sie sehen, der Typ dieses Ergebnisses ist der, man hat eine abklingende Funktion und die oszilliert. Und da vorne steht halt jetzt noch ein Faktor. So. Jetzt haben wir es. Ja. Das ist der Fall, wenn Sie eine Differentialgleichung zweiter Ordnung betrachten. Noch eine? Wenn diese imaginierte Teil negativ ist, wann kommt man immer die Höhe? Es ist normalerweise so, also in diesem Fall bringt es nichts, wenn der Imaginärteil negativ ist, dann schwingt das einfach mit der Phase, mit der Gegenphase. Nicht, dann schwingt es mit Minus Sinus. Das bringt nichts Neues. Normalerweise ist es so, dass dieser Fall selten auftritt, weil im typischen Fall ist das ein reellwertiges Polynom, also Polynom mit reellen Koeffizienten und dann treten immer die Pole konjugiert komplex auf. Ja. Das ist der typische Fall hier. Wenn Sie also zwei Pole haben und die Pole sind konjugiert komplex. Ja. Das ist nur ein spezieller Fall, wenn Sie sozusagen einer dieser Faktoren, der auftritt in der Übertragungsfunktion.